Hey, ihr frechen PlünderInnen, willkommen zurück zu Ghost of Tsushima, dem DLC. Ich dachte eben kurz, mein Kopf ist Teil des Himmels, wegen dem Stirnband. Auf jeden Fall schön, dass ihr wieder mit dabei seid, liebe Leute. Wir sind gerade mit Tenzo auf dem Weg zu... Wow, ich kann hier nicht rüber. Was machst du denn da, Jin? Ich habe nämlich hier gerade das Boot gesehen und dass da irgendwas dranhängt, was ich mit meinem Wurfhaken wahrscheinlich runterziehen kann. Egal, wir gehen erstmal der Quest weiter nach, sonst verhaue ich hier wieder was. Schön, dass ihr dabei seid, liebe Leute. Und mit mir den tollen DLC erlebt. Wenn wir durch das Tor gehen, gibt es kein Zurück mehr. Alles, was du tust, fällt auf mich zurück. Ich will das nicht bereuen, Samurai. Ja. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, Tenzo. Versprochen. Gut. Halte dich daran, dann geschieht dir nichts. Bleib in der Nähe. Hol nicht das Schwert raus und überlass mir das Reden. Ja, ich werde ihn schon nicht... irgendwie in Schwulitäten bringen, oder? Ist ja auch kacke. Hallo? Dann mal los. Oh. Tenzo, du bist zurück. Du hast einen Samurai dabei? Wenn Fune das mitkriegt. Ich sage es ihr selbst. Zurück auf eure Posten. Ich hab dich im Blick, Samurai. Ja, doch, ist ganz nett hier. Ich habe ja schon darauf gehofft, dass wir hier sowas wie... wie den Hub bekommen im Goldenen Wald. Gehen wir zu Fune. Beeindrucke sie. Dann lassen die Wölfe von dir ab. Und wenn mir das nicht gelingt? Sie hat schon Männer gefesselt und von der Flut ertränken lassen. Und einen Verräter mal als Möwenfutter am Mast ihres Schiffes aufgeknüpft. Weiß nicht, was sie mit einem Samurai macht. Als wären alle Samurai gleich, ja. Aber hier gibt's auch Händler offensichtlich. Nehmen wir das mal mit. Diese Leute. Noch mehr Opfer des Adlergifts. Sie hat nicht so viel Glück wie du. Tenzo! Uns gehen die sauberen Tücher aus. Sieh in den Schubladen nach. Reiß mein Hemd in Streifen. Gehen wir, Jim. Das ist ein guter. Fune wartet. War das dein Haus? Es wurde gebraucht. Gibt's ein letztes Hemd Fune hier für die Leute? Beobachtet uns von ihrem Lieblingspunkt aus. Tenzo, schwing deinen Arsch hier rauf. Ich komme, Fune. Denk dran, sei nett. Und kein Samurai gebar. Ach, ich bin doch kein Samurai. Warum kommen die immer drauf, dass ich ein Samurai bin? Ich meine, die Rüstung vielleicht, aber die hätte ich auch geklaut haben können, oder? Schlimm, Mann. Da bist du ja, Tenzo. Ich kann das erklären. Das hoffe ich, denn ich möchte wirklich gerne wissen, weshalb du einen Samurai zu mir einlädst. Du sagtest, finde Leute, die kämpfen können. Ja, für uns, nicht gegen uns. Wenn ich euch töten wollte, wüsstet ihr davon. Jin! Ist schon gut, Tenzo. Lasst mich hören, wie der Samurai sein Grab schaufelt. Ich bin hier, weil die Mongolen auch meine Heimat bedrohen. Wird dem Adler hier nicht Einhalt geboten, bringt sie ihre Armee und ihr Gift nach Tsushima. Wir können sie besiegen und unsere Heimaten retten. Aber nur, wenn wir zusammenarbeiten. Er ist dein Fang, Tenzo. Was meinst du? Vielleicht hilft er uns. Oder die Mongolen spießen ihn auf. Und du kannst mit einem weiteren Samurai-Tod auf Iki angeben. Jedenfalls haben wir nichts zu verlieren. Also gut, Samurai. Werdet bloß nicht seekrank. Wenn der nächste Sturm aufzieht, greifen wir mit allen Booten in dieser Bucht das Mongolenkriegsschiff an. Dabei würde die Hälfte eurer Männer sterben. Bringt mich auf dieses Schiff. Ich versenke es. Tenzo, schaff mir den Witzbold aus den Augen. Jin hat nicht ganz Unrecht. Wir kommen nicht einfach an Bord des Schiffes. Aber ein mongolisches Boot aus Iki bringt alle paar Tage Vorräte hin. Wir könnten dieses Trossschiff für unsere Lieferung kapern. Tenzo, wenn du glaubst, dass das klappt, übernimm das. Ich brauche ein paar Männer. Jin mit eingeschlossen. In Ordnung. Das Trossschiff liegt an der Nordostseite der Insel. Such nach einer kleinen Bucht an steilen Klippen. Wir sehen uns dort. Fune, war mir eine Freude. Werdet nicht übermütig, Samurai. Ach ja, aber weißt du, sie lacht. Wenn sie erstmal sieht, was Jin so alles leisten kann. Rückkehr eines Plünderers.
Ich meine, wir haben schon ein paar Kriegsschiffe alleine auseinandergenommen. Kein Problem. Ist dort ein Kampfring eigentlich? Sieht so aus. Aha. Hallo? Ich hab doch Start ge... Okay, ist egal. Ja, Flüche. Böse Flüche, die Mongolen. Oh, da war eine Kiste. Es ist die Adlerfrau. Die macht das. Ihr dummen Drogen. Die Nase. Und dann die Lippen. So weit ging die Grausamkeit von Schwarzhand Riku. Ah, es ist wieder ein legendärer Samurai. Seid vorsichtig, mein Herr. Riku hat eine Vorliebe für Krieger. Also legendäres Ding mit extra Skill? Schwarzhand Riku, der verfluchte Piratenkapitän, der noch von jenseits des Grabes Schrecken auf Iki verbreitet. Schwarzhand Riku, kam er nicht vor Jahren auf See um? Das ist wahr. Ich bin Kashira. Ich segelte unter Rikus blutbefleckten Banner. Die Dinge, die ich sah, bereiten mir heute noch Albträume. Erzählt ihr mir die Geschichte? Natürlich. Ich hoffe, ihr seid nicht zimperlich. Schwarzhand Riku war einst der grausamste Piratenkapitän, der Iki je in Schrecken versetzte. Er schlitzte seine Opfer auf, zerstückelte sie und ließ stets einen Happen für seinen treuen Gefährten übrig. Einen boshaften Affen. Riku schmiedete seine Rüstung zu Ehren eines brutalen Sarugami. Dieser Affendämon hauste in der Rüstung. Sein verfluchtes Geflüster verleitete Riku dazu, für Kriegsbeute große Risiken einzugehen. Und trieb ihn so an den Rande des Ruins. Vor 6 Jahren dann griff Schwarzhand Riku ein Flüchtlingsschiff an. Seine Fracht, Kinder. Er warf die Kleinen über Bord und häutete ihren Samurai-Beschützer bei lebendigem Leibe. Seine Mannschaft sah voller Entsetzen zu, wie Rikus Affe die Stücke verspeiste. Dann... Meuterei. Schwarzhand Rikus Mannschaft plante, den elenden Anführer zu vergiften. Sie stachen ihm durch die Brust und das Gift machte ihn blind. Doch er klammerte sich ans Leben, beschützt von der Rüstung des Sarugami. Riku setzte sein Schiff in Brand und floh mit seinem Affen, während seine Mannschaft in den Flammen ein feuriges Grab fand. Bevor er starb, verbarg Riku seine Sarugami-Rüstung irgendwo auf Iki. Nun sucht er die Küste heim. Ein zorniger Geist, der jeden jagt, der tapfer oder dumm genug ist, die verfluchte Rüstung von Schwarzhand Riku zu suchen. Oh, so krasse Legende, oder? Na, Äffchen! Schwarzhand Riku. Ich finde die Legenden immer geil. Das war immer sehr, sehr cool inszeniert. Ihr mit Schwarzhand Riku und plantet seinen Tod. Jemand musste ihn aufhalten. Und niemand fand jemals die Sarugami-Rüstung? Viele versuchten es, doch sie alle wurden Opfer seines wütenden Geistes. Man erzählt sich, die Affen von Iki seien seine Augen und Ohren. Dann weiß er wohl schon, dass ich Interesse an ihr habe. Wo ging euer Schiff unter? Ich weiß nicht mehr viel von jener Nacht. Doch es überlebte noch jemand aus der Mannschaft. Minato. Heute wandert sie die meiste Zeit am Takenuzuchi, um die Schrecken zu vergessen, die wir erlebt haben. Habt vielen Dank. Seid vorsichtig. Die Affen beobachten euch. Ach ja, ich mag Äffchen. Schwarzhand Riku sieht alles. Oh, aber ich will das mal markieren, ha? Huh? Wo ist das denn? Oh, ist da ein Banner? Legende von Schwarzhand Riku. Oh, das Vermächtnis von Kazumasa Sakai, unser Vater. Ist schon markiert, gut. Unser Vater!
Liegt überall alles rum hier, ne? Kümmert sich keiner drum, ich sammel's ein. Yep. Und dort war noch ein Bogenmacher und ein Rüstungsschmied. Will ich wahrscheinlich nur Pfeile kaufen hier. Ich kann ihn verbessern. Aha. Hab ich aber schon alles. Wisst ihr? Nachladetempo und Zieltempo ist halt echt schlecht, aber naja. Das macht den Langbogen ja auch aus. Das ist wie ein Snipergewehr. Testet meinen Stahl an einem Mongolenhals. Ja. Hab alles schon. Haltet eure Freunde stets nah und eure Rüstung in bestem Zustand. Hab ich auch schon verbessert. Hab ich auch schon verbessert. Auch schon verbessert. Auch schon verbessert. Ich hab schon alles verbessert. Bisschen doof eigentlich, ne? Wenn man überlegt. Ich bin es leid, hier in der Bucht herumzuhängen. Die Bucht ist doch cool. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ist doch wunderschön hier. Sei still, Mutter. Ich werde nicht. Lass mich in Frieden. In das Lager am Nagata-See braucht ihr nicht gehen. Von Mongolen geplündert. Hat jemand überlebt? Oh ja. Unser Mönch bot sich als Pfand und rettete uns so. Doch ohne sein Geschick sind wir ohnehin verloren. Falls er noch lebt, bringe ich ihn zu euch zurück. Das wäre es wert. Mhm. Was macht er denn hier? Legendenmodus? Nee. Der Legendenmodus ist ja dieses Online-Ding, wo man sich mit anderen messen kann, mit den Punkten oder mit anderen spielen kann, aber finde ich halt irgendwie... Naja. Oha, das war ganz schön weit weg hier. Soll ich eine Schnellreise machen oder reite ich jetzt erstmal hier durch? Reite erstmal kurz hier durch. Na, ich wollte das hier machen. Nabu! Mal gucken, ob hier was ist. Beim Durchreiten, ob ich hier noch was sehe, aber ich glaube, das war es dann hier erstmal. Ne, da ist nichts mehr. Was haben wir da unten noch? Ein schwerwiegender Verlust. Ein Mönch hat sich den Mongolen... Ach ja, das war der Mönch. Okay. Da gibt es bestimmt noch mehr. Warte mal. Erstmal gucken. Sammlungen. Noch ein Leuchtturm gibt es hier auf jeden Fall. Weil wie gesagt, ich habe die eigentlich alle gesammelt. Und die kommen 800 Meter reiten jetzt. Ich weiß nicht. Ach komm, mit dem Pferd geht es ja schnell. Gucken wir uns mal die Landschaft so ein bisschen an. Die Gefühle, wenn ich das sehe. Es ist so gut. Und diese Weitsicht. Guck mal, das war halt auch im PlayStation 4-Teil schon so. Man konnte fast bis... Ja, man hat so einen richtigen Überblick über alles gehabt. Und das ist hier, wie gesagt, auch nicht anders. Schön. Einfach schön. Oh. Mongolskis. Hey, Jungs. Ich geb euch was! Oh. Und Rolf, das Kind. Alter. Ihr kämpft was? Vergebens. Ich. Aber die backen jetzt hier. Wie sie mich halt einfach verarscht. Das ist schon gemein. Sie hat mich sabotiert. Ich konnte eben nichts machen, Leute. Ja, ja. Ich komme ja schon. Boah, diese Pranger sind echt scheiße. Still halt. Der Adlerstamm hat gesagt, er hilft uns. Sie sind doch nicht so schlimm. Geht. Leb wohl. Was? Der Adler sagt... Er sagt, er hilft uns, das ist doch nicht so schlimm. Ihr wollt mich gerade fertig machen, Frau. Ach, die sind doch nicht so schlimm. Na, ne. Oh, warte. Das sind Blumen. Wir können nicht aufgeben. Vergift. Blumen. Na los!
Sind wir erinnert an diesen Schilfgrasfeldern, kann das sein? Also oft. Ja, hat er. Ja, hat er. Ja, schade. Ich muss das gar nicht mehr sammeln, alles eigentlich. Das ist totaler Quatsch. Ich brauche ja nichts mehr so wirklich. Na gut, da haben wir auch nichts mehr. Noch mehr Mongolen. Oh, eine Geisel ist nicht so toll, wenn ich die erledige. Die wechseln auch die Waffe zwischendrin, ne? Die Säcke. Na, so nicht. So nicht, Freunde. Das mit den Waffen wechseln ist neu, kann das sein? Auf jeden Fall ganz schön assi. Bald seid ihr frei. Nahmen uns gefangen und töteten ihn dann. Den alten Mann, der die Affen versorgte. Wo ist das passiert? In dem alten Lager über Saruiva. Sie treiben dort alle Tiere zusammen. Wer weiß schon wozu? Sucht Unterschlupf. Ich sehe mir das an. Mhm. Oh, was ist das hier? Denn hier? Hat nichts mit meiner Aufgabe zu tun, aber. Er hätte gar nicht hier sein sollen! Oh, nee. War Taka tapfer? Taka. Am Ende? Boah, ist das kacke. Ja, Taka war wirklich tapfer. Er war stets tapfer. Taka war ein guter. Auch am Ende. Ihr habt größeren Respekt verdient. Ja, das mit abgehacktem Kopf irgendwo an der Straße zu liegen. Na komm. Abu? Oh ne, da sind noch mehr Halluzinationen. Oh. Es gab keinen anderen Weg. Ach, hier Strohhut. Meine Männer hatten Hunger. Wärst du nur in Komoda gefallen? Wärst du nicht so ein scheiß Verräter gewesen? Ihr seid nicht echt. Es war halt ein guter Kumpel und dann, war ich unser einziger Freund, den wir noch hatten und dann, ihr habt es ja vielleicht gesehen im Hauptspiel. Guckt es euch nochmal an. Das Let's Play, es geht 37 Parts, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie lang. Ich habe auch 37 Stunden fast, aber ist echt schade. Rioso. Blöder Penner. So, ich bin mal gespannt. Es wird bestimmt einige harte Kämpfe geben, mal wieder. Ihr seid nicht allein auf dieser Welt.
solltet ihr je Hilfe brauchen, ist der Adachi-Clan für euch da. Ach, Masako. Die letzte ihres Clans. Der Adachi-Clan ist tot. Ich habe versucht, sie zu retten. Es war auch verdammt traurig, ihre ganze Questline war super traurig. Sucht die Schuld nicht bei euch. Ah, ja. Oh, da sind sie. Noch mehr Mongolen. Warte, diesmal nehme ich Rauchbomben. Wie schwarz an Sagt eurer Haustier. Schamanin, ich knie nicht nieder. Und ich trinke euer verdammtes Gift nicht. Was immer es ist. Ich habe gehört, was sie Menschen antut. Au. Du Kackschamane. Ich hätte ein Kettenattentat machen sollen, fällt mir gerade so ein. Aber es hat schon ein bisschen her, ne? Stillhalten. Wer hätte das gedacht? Von einem Samurai gerettet. Seid ihr Minato? Wer will das wissen? Ein Ronin, der nach einer alten Rüstung sucht. Ich hörte, ihr segeltet mit Schwarzhand Riko. Psst, leise. Er wird euch hören. Also glaubt ihr die Märchen? In manchen Nächten spüre ich Rikos Augen auf mir. Ich höre seinen zahmen Affen, wie er das Mark aus Knochen saugt. Ich weiß, es klingt verrückt, aber ich schwöre es. Diese dreckigen Affen, sie beobachten uns. Erinnert ihr euch an die Nacht der Meuterei? Wie könnte ich seine letzte Ruhestätte finden? Wir lagen vor der Nordostküste vor Anker. Da war irgendetwas unter der Wasseroberfläche. Etwas Leuchtendes. Die Spiegelung des Monds? Der Mond schien in dieser Nacht nicht. Leuchtendes Wasser. Das ist nicht viel, aber es muss wohl reichen. Ja. Gut, danke. Hol dich bis zum Anbruch der Nacht in Minatos an Minatos Lagerfeuer aus. Es muss immer regnen, weil ich hier als Ninja unterwegs bin, ne? Na gut, ruhen wir uns mal aus. Tut euch einen Gefallen. Vergesst die Rüstung. Nein. Das ist alles nur Quatsch. Also, was heißt Quatsch? Es ist kein Quatsch, natürlich nicht. Es ist alles mit Geistern und so weiter. Es gibt keine Geister, das haben wir schon mehrmals widerlegt. Es sind nur Hirngespinste von irgendwelchen Leuten, die sich was ist das denn? Die sich leicht Angst einjagen lassen. Na? Ihr werdet da draußen sterben. Ach, sie kommt mit? Nee. Ich werde nicht sterben. Da ist auch komischerweise gleich die Hauptquest wieder, ne? Hört ihr das Leuchten im Wasser an der Nordostküste? Sind da bestimmt irgendwelche Leuchtquallen oder sowas? Aha. Alles ganz natürlich. Ganz natürlichen Ursprungs. Ein goldener Vogel? Ne. Das sind mal eine Möwen. Ich dachte, ich höre ihn schon wieder. Die Äffchen, die Donnerklippen. Aha. Tja, sehr romantisch an. Ah. Alter, das sieht echt gut aus. Vielleicht sind es ja auch Algen oder sowas. Gibt's ja auch Algen, die leuchten. Oh, ist das ein Banner? Ja, ein Sakai-Banner. Okay, was ist das da drüben?
die Grenzbucht. Das lässt sich ja alles irgendwie erklären, ne? Wie gesagt, Algen können leuchten, Quallen, Mikroorganismen, irgendwas anderes halt, ne? Oh, da drüben hätte ich auch runtergehen können. Muss ich vielleicht sogar. Hier scheint's schwierig. Und ich glaube nicht, dass er so einen Sturz überleben würde. Ah, hier geht's auch. Aber auch springt wie so ein kleines, wie so eine Bergziege, ne? Kleine Bergziege, Jin. Oh, da ist ein Affe. Ist das der? Ich meine, die gibt's. Unter dem Wasser. Hier gibt's ja überall Affen, aber ist das vielleicht. Rico war erblindet. Vielleicht sah er noch genug, um dem Licht zu folgen. Oder sein Affe tat das. Warte mal. Kann ich da rüber springen? Na, Äffchen. Aha. Oh, ist das geil. Frau hat echt ein Problem mit Affen, oder? Wie ist sie? Minato? Das ist keine gute Idee. Sieht aber echt schön aus, als würde sich der Himmel drin spiegeln. So ein wenig. Da wieder rauf? Nö. Gefällt mir. Da muss ich hoch, ja. Sieht zumindest eben so aus. Kommt ihr hierher, Rico? Geheimnisvolle Höhle. Ah. Naja, ich meine, hier ist Festlichtbeleuchtung. So geheim wird es ja nicht sein, ha? Die Affen haben mal was dagegen, dass ich hier bin, schätze ich mal. Hört sich so an, die schimpfen ganz schön. Mein Durchgang. Versperrt. Wenn ich die Schale entzünde, finde ich vielleicht einen Weg. Aha. Sache, das haben sie hier wahrscheinlich jetzt so als Gimmick eingebaut. Dass man ständig mit dem Haken was machen muss. Riesige Harpune. Boah, ist aber schon irgendwie ein bisschen gruselig hier, ne? Ich brauche Licht. Wie kann ich Feuer machen? Mit Pfeilen? Vielleicht mit den Brandpfeilen. Oder Brennöl halt, um ein Schwert anzuzünden. Schon ein bisschen unheimlich hier unten, die Geräusche. Da. Ja, da wird jemand Spaß haben, die ganzen Feuerbecken wieder auffüllen zu dürfen später, ha? Oh. Das ist ein Toter, der hat es wahrscheinlich auch schon versucht. Dein Glück hier. Die sehen aber alle so frisch aus, ne? Ich meine,
Die sind maximal eine Woche tot oder so. Ich weiß nicht, wenn die jetzt schon länger hier liegen, dann werden die ja komplett verwest schon. Alter, die Äffchen. Die abgammeln. Oha, das ist ja ganz schön Schätze hier. Äffchen, ich töte euch nicht, deswegen lasst mich mal lieber in Ruhe, ja? Okay. Irgendwo weiter? Ach, hier durchs Wasser vielleicht, ne? Das kommt bestimmt noch zum fetten Duell, das ist ja immer so, wenn man hier diese... Hat eine Schriftrolle vergessen. Oh! Hier gab es wirklich einen Schatz, aber mit diesem verstauchten Knöchel komme ich nicht wieder raus. Es fühlt sich an, als würde ich schon tagelang hier unten mit diesen Affen festsitzen, die mich immer verfolgen, mich in der Dunkelheit beobachten. Ich hätte Kashiras Geschichten nicht glauben sollen. Aha. Ledermäuse. Alter, was machen die Äffchen? Haben sie sich eben einfach ins Wasser gestürzt? Ich meine, es gibt bestimmt Affen, die schwimmen können, aber doch nicht. Na gut, die können es bestimmt. Japanische Äffchen, die können bestimmt alles. Aha. Ich will die Parts ja nicht so lang machen, aber das würde ich jetzt noch ein bisschen weiter. Das würde ich noch abschließen, sozusagen. Komm, ob da jetzt sowas ist, ist mir egal. Ich habe eh so viel von allem. Ich brauche wahrscheinlich auch gar nichts mehr hier. So Vorräte technisch. Ah, guck mal, ich bin von der anderen Seite gekommen. Eine Nachricht. Das letzte, was ich sah, waren Gesichter voller Hass, Wut und köstlicher Angst. Danach löste sich die Welt in Tropfen aus Licht und Schatten auf und versank nach und nach tiefer, allumfassender Finsternis, und es folgten Jahre der Pein. Ich habe gelernt, die kühle, feuchte Dunkelheit zu lieben, aber die Erinnerung an diese Gesichter befeuert meine Seele. Noch ist Zeit für Rache. Ich werde ihre Schmerzensschreie genießen, wenn es soweit ist, auch wenn ich ihre hasserfüllten Gesichter nicht mehr sehen kann. Oh, ist er das? Ist das Riku? Also die Nachricht? Hört sich so an, ne? Hä, warte mal, ich war hier doch noch nicht. Ach, das ist Tageslicht. Aber es ist doch Nacht. Jemand ist Schätze. Das Sammeln muss Jahre gedauert haben. Wie gesagt, es ist Nacht. Oh, ich bin sehr gut. Wie kommt's, dass... Wie kommt's, dass da Tageslicht reinkommt? Inventar ist voll. Mit was? Mit was? Ne, was nicht? Ja, was habe ich denn voll? Ich habe keine Ahnung. Aber ich will unbedingt noch ein bisschen... Was davon aufheben? So, kein Sprengpfeil. Da kommt Scheiß drauf jetzt. Wir gehen einfach. Was auch immer es ist, ich hab voll. Offensichtlich. Will ich da nicht rüber? Vielleicht tauchen? Ah ne, ich dachte, das ist sehr tief, das Wasser, aber es geht. Es geht. Oha. Geräusche. Fucking creepy hier. Hier, Laternen. Er kann doch nicht noch am Leben sein, oder? Oder vielleicht doch? Oh, das ist ein Äffchen. Das ist ja ein geiler Background für ein Duell jetzt hier. Wenn man so drüber nachdenkt. Ist der Affe?
Ich sah euch in meinen Träumen. Zeigt euch. Ein weiterer Jäger, der auf meine Rüstung aus ist und auf die Macht der Sarugami. Schwarzhand Riku, ihr lebt noch. Nein, ich wurde wiedergeboren in der Dunkelheit. Boah, ist er echt blind, ja? Duell in der Grube der Dunkelheit. Obwohl es echt hell ist hier. Es ist wirklich ein blinder Samurai. Ihr seid blind. Das ist kein würdiger Kampf. Nein, ist es nicht. Ja, nichtsdestotrotz, er ist trotzdem ein sehr krasser Gegner, sage ich euch. Ja. Ich wollte gerade die Kampf... Ja. Ja, komm, du machst wieder deinen... Quatsch im Schwert ziehen, ne? Alter. Sie wird meine Klinge, Sarugami. Alter. Au. Ja, ich bin gleich schon wieder tot, ne? Alter. Er ist verdammt schnell. Alter, lass mich doch mal heilen hier. Ich war weit genug weg, ja. Okay. Ich finde die Duelle so geil. Sarugami-Rüstung, durchdrungen von der Kraft eines furchterregenden Affengeists, drängt ihr Besitzer dazu, Risiken und Gefahren einzugehen. Naja, normales Parieren ist deaktiviert. Was? Die perfekte Parade wird zu einer Kette von zwei Angriffen und perfektes Ausweichen fügt auch Gegnern im Umkreis Schaden zu. Alle Entschlossenheitsgewinne sind um einen mittleren Wert erhöht, verlängert das Zeitfenster für die Ausführung von perfekten Paraden und perfektem Ausweichen um einen mittleren Wert. Okay, normales Parieren ist deaktiviert, ja. Das nutze ich eh nicht, also ich nutze immer nur die Parade.
Ja, wird zu einer Kette von zwei Angriffen perfektes Ausweichen. Okay. Cool. Und der Sarugami-Helm. Zuverlässiger Schutz gegen die Feinde des Sarugami. Alles klar. Würde ich sagen, hauen wir mal ab hier. Ja, deaktiviert die die normale Parade. Bleib wachsam. Das ist mir noch egal. So, aber ich würde sagen, hier machen wir jetzt Schluss. Der Part war lang genug. Danke fürs Zusehen, Leute. Danke fürs Liken und Kommentieren. Wir sehen uns wieder zu Ghost of Tsushima. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.